Der M3 Touring liegt mir besonders am Herzen. Nicht nur, weil ich ein Fan dieses Fahrzeugkonzeptes bin, sondern auch, weil es uns gelungen ist, Begeisterung für dieses Fahrzeug im Unternehmen auszulösen. Egal, ob du alleine fährst, zu zweit oder eben voll beladen. Er ist immer ein M3. Genau so soll er sich anfühlen. Wichtig ist eine komplett neue Fahrdynamikabstimmung. Um das eine klare Ziel zu erreichen, er soll fahren wie ein echter M3. Mein Name ist Robert Pilsel, habe zuletzt als Projektleiter den M3 in Serie gebracht und darf jetzt den M3 Touring betreuen. Als ich das erste Mal das Modell des M3 Touring gesehen habe, war ich hellauf begeistert. Absolut beeindruckend. Und das Beste, das grüne Licht zur Umsetzung des Projekts wurde auch längst erteilt. Hier wurde eine Spitzenvorarbeit geleistet. Und jetzt müssen wir in die Umsetzung gehen. Die Zeit drängt natürlich, wir wollen das Auto möglichst schnell auf den Markt bringen. Aber natürlich auch mit der nötigen Reife. Heißt, wir brauchen ein Projektteam. Da greife ich natürlich auf mein bewährtes M3, M4 Projektteam zurück. Die haben hier einen super Job gemacht und sind alle hoch motiviert. Das Team setzt sich zusammen aus Spezialisten von Karosserie, um auch den Breitbau darstellen zu können, Interieur, dann Elektrik, Elektronik, was heutzutage im Fahrzeugbau immer wichtiger wird. Natürlich Herzstück bei BMW, Spezialisten für Motor, Getriebe, bei BMW M auch immer sehr, sehr wichtig, Fahrwerksspezialisten. Des Weiteren natürlich noch viel mehr wie Qualitäter und vor allem auch Vertreter aus dem Werk. Und jetzt müssen wir Ziele definieren. Und wer aus dem Team natürlich da ganz wichtig ist, ist unser Produktmanager Hagen Franke. Mein Name ist Hagen. Ich bin verantwortlich für die Modellreihe BMW M3 und M4. Grüß dich, Robert. Grüß dich. Hagen, zuerst müssen wir natürlich einmal Nürburgringzeit. Ja, Rekorde soll er brechen. Also, wie ihr seht, man versucht dem Auto natürlich auch Zahlenwerte und Ziele mit auf den Weg zu geben, eine Ratio zu vermitteln. Und das ist gerade bei dem Auto relativ interessant, weil er ist ja schon da. Dieser Metallreifenräder gewordene Traum von Leuten, die ihn in einer kleinen Kammer haben begonnen zu träumen. Und wir dürfen ihn jetzt weiter träumen und zur Realität werden lassen. Natürlich stellen sich dann die Fragen, für wen machen wir es? Wir machen es in erster Linie mal für uns und Leute, die das toll finden, solche Autos, nämlich die Kombination von High Performance mit der Variabilität, mit dem Raumangebot, was sie so in einer normalen Limousine oder dem Coupé noch nicht vorfinden. Ja, und da unterhalten wir uns dann eben auch darüber, wie viel Gepäck in den Kofferraum rein muss. Und vielleicht auch irgendwas aufs Dach laden können, dass die Kindersitze gut reinpassen. Aber eins war uns von Anfang an glasklar. Wir können dieses Auto nur auf den Markt bringen, wenn er sich auch anfühlt und fährt wie ein BMW M3. Da kannst du ganz sicher sein, wir werden das Auto nur bringen, wenn er auch wirklich wie ein M3 fährt. Sag mal, der ist doch jetzt eigentlich fertig. Ich meine, ich habe ja auch schon drin sitzen dürfen. Er springt an, er fährt. Was dauert denn jetzt noch so lang? Ja, du hast recht, ich meine, wenn man so sieht, hervorragend gemacht, sieht aus wie ein normales Serienfahrzeug, ist halt leider ein Unikat, handgemacht, fast unbezahlbar, möchte man sagen. Du hast natürlich schon recht, wir können Gott sei Dank auf einen sehr gut abgeprüften Baukasten aus M3, M4 zurückgreifen. Es sind viele Komponenten da, wie Motor und so weiter, die absolut erprobt sind, die auch in dieses Auto einfließen. Aber natürlich brauchen wir auch viele neue Werkzeuge, Seitenrahmen und. Und vor allem, wir müssen natürlich auch ins Werk integrieren. Das Auto werden wir übrigens im Werk München bauen. Bietet sich an, hier wird M3 gebaut, hier wird auch der normale 3er Touring gebaut. Aber wie gesagt, das braucht jetzt alles Zeit, um die Werkzeuge zu bekommen und natürlich auch, um eine Reife hinzukriegen in Summe und eine Erprobung umzusetzen. Robert, das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit, die du noch vor dir hast. Da ja, bin ich zuversichtlich, dass du das hinkriegst, so wie du es mit der Limousine schon hingekriegt hast. Mach's gut. Mach's gut, Hagen. Ciao. Jetzt brauchen wir eine Erprobungsplanung. Dazu brauche ich natürlich wieder Unterstützung aus dem Team. Frank, servus. Servus, Robert. Grüß dich. Mein Name ist Frank Weißer und ich bin bei BMW M für die Reifenentwicklung zuständig. Darüber hinaus habe ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die fahrdynamische Integration für den ersten M3 Touring zu übernehmen. Was wollen wir jetzt eigentlich alles erproben?
ja, alles, was wir auch bei einem ganz regulären M3, M4 erprobt haben. Eine Sommererprobung, Heißland, ob das alles auch unter hohen Temperaturen funktioniert. Wintererprobung, Niedrigreibwert, aber auch für die Karosserie. Wir haben jetzt einen Touring, funktioniert das auch bei den niedrigen Temperaturen, dann wird Aerodynamik eine Rolle spielen. Das Auto ist schneller als jeder bisherige Touring. Das heißt, wir müssen auf eine Strecke, wo wir auch deutlich über 250 fahren können, um zu sehen, ob die Aerodynamik funktioniert und auch alles dort bleibt, wo es war. Und dementsprechend haben wir ein relativ großes Programm vor uns. Du willst wahrscheinlich auch schnellstmöglich loslegen. Klar, logisch. Gut, ich meine, das Auto ist ein Showmodell, das können wir nicht verwenden dafür. Die ersten Fahrzeuge aus dem Werk werden wir auch so schnell nicht bekommen. Heißt, wir brauchen einen Modulträger. Müssen wir schnell jetzt ein Auto aufbauen, schauen, welches man als bestes Basismodell dafür nehmen kann und gucken, dass wir unsere Achsen da reinhängen können und dann loslegen. Gehen wir's an. Dieses Fahrzeug war ein ganz normaler 3er Touring, den wir dann komplett umgebaut haben. Hier draußen sollte man schon spüren können, das Ganze wird ein M3.